Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Also, ich habe Gaunts Schwur erhalten, das ist auch toll. Oh, ich habe jede Menge Zeug erhalten. Na, ah, ich habe auch jede Menge Mist eingesammelt. Ja, aber Gaunts Schwur. Das habe ich dadurch erhalten, dass ich Pillars of Eternity 1 besitze, habe ich nachträglich ein DLC erhalten. Bin mal gespannt, ob das uns wieder die Saves durcheinander bringt, weil diese Sache hier ist durch den Versionsunterschied gekommen. Weil als ich das Save hier geladen hatte, habe ich die Sachen, die ich fälschlicherweise für die Pre-Order-Bonus-Items gehalten habe, aber in Wirklichkeit die Items der Obsidian Edition sind, also der, beziehungsweise halt die Digital Deluxe Items. Als ich die gekriegt habe, mit einer neuen Version halt, wurde hier ein neues Untersafe angelegt und ich kriege das hier unten leider nicht nach da oben. Deswegen werde ich das einfach löschen. Nein, ich lasse es einfach mal da. Sicher ist sicher. Ich kann es ja nachträglich, wenn wir mit dem Playthrough durch sind, löschen. Gut. Ja, wie gesagt, dass die beiden Sachen, die ich gekriegt habe, oder die drei Sachen, nämlich die Defiant-Kleidung, Cosmo und Berat Schwarze Glocke, waren Items der Digital Deluxe, also des Deluxe Packs, des Deluxe DLCs. So wie auch die ganzen anderen Boni-Sachen. Keine Sortierung. Nach Verkaufswert. Nach Verzauberungswert. Nach erworbener Zeit. Ah ja. Ja, waren keine Pre-Order, sondern eben vom DLC, von dem Deluxe DLC. So wie auch der OST und solche Sachen. Ich werde deswegen mal wahrscheinlich heute noch Obsidian mal anschreiben, weil ich habe das Spiel auf jeden Fall pre-ordert und ich hätte gerne die Pre-Order-Items mal zur Abwechslung. Bei Tyranny habe ich das gelassen, aber hier würde ich gerne mal wissen, ob ich die nicht noch doch noch kriegen würde. So, auf jeden Fall, wir legen mal Gaunts Schwur an. Das ist nämlich der tolle Heilungsring, der mir zweimal pro Ruhephase Heilung gibt. Was praktisch ist. Also den habe ich dadurch bekommen, dass ich Pillars of Eternity 1 besitze. Da habe ich nämlich nachträglich noch ein kostenloses DLC installiert bekommen, was eben durch Pillars of Eternity 1 entstanden ist. So, nächster Schritt ist aufsteigen. Bin ich mal gespannt, wie das so ist, eine neue Stufe aufzusteigen. Oh, wir kriegen nur noch einen einzigen Punkt. Und der geht mal auf Mechanik. Also ja, wir haben jetzt aktive und passive Fähigkeiten. Die müsste ich mir alle mal durchgucken. Ja, Alchemie erhöht Dauer von Effekten. Arcana. Das klingt eher wie Dings. Ah, das verbessert Schriftrollen, okay. Athletik ist eigentlich klar. Das ist einmal die Fähigkeit, nochmal Luft zu schnappen und natürlich Athletikaktionen durchzuführen. Sprengstoffe ist Sachen in die Luft jagen. Mechanik ist halt Mechanik, also Fallen entschärfen, Schlösser knacken, Fingerfertigkeit. Ah, damit können wir erstmal Taschendiebstahl und wir können auch Leuten Sachen unterjubeln. Das ist cool. Heimlichkeit ist Verstecken, das ist auch klar. Bluff, Diplomatie, also das sind jetzt die Passiven. Also Lügen, Überreden, Geschichte.
Ah, das klingt auch nicht schlecht. Das ist dann halt wahrscheinlich, wenn wir in Dialogen sind, um uns besser auszukennen. Tiefblick. Oh, damit können wir Leute besser einschätzen. Einschüchtern ist auch klar. Also Bluff, Diplomatie, Einschüchtern, das waren auch die drei Redetalente früher in den Dungeons & Dragons Spielen. Ich finde es nett, dass sie das wieder eingefügt haben. Metaphysik. Das hat was mit Adra-Sachen zu tun. Religion, das ist eigentlich klar, hat was mit der Religion zu tun. Findigkeit. Ah, ist Gassenwissen und Überleben ist halt in der Natur. Mhm. Ich würde sagen, Hagrim ist nicht gerade der Diplomatische. Aber Hagrim hat einen Tiefblick. Das würde ich auf jeden Fall gerne Hagrim mal geben. Tiefblick. Ein Fähigkeitspunkt. Können wir entweder hier markierte Beute auswählen. Oder unseren Wolfsbegleiter verbessern. Das ist auch gut. Was haben wir denn hier? Tierische Gefährten fügen geeigneten Zielen kleine Mengen an Schleichangriffsschaden zu. Trainiert die tierischen Gefährten des Werwolfes in teuflischen Taktiken. Wodurch er mit jedem Treffer mehr Schaden zufügt und mehr Schadensreduktion durchdringt. Verbesserte Verteidigung gegen Wirkung. Die Wirkung Bezauberung, Verwirrung beherrscht. Schadensreduktion gegen alle Schadensarten ist nicht schlecht. Unbewaffnetes Klostertraining. Gewährt skalierenden Effekt mit unbewaffneten Angriffen. Achso, das ist dann jetzt auf mich. Das sind passive Fähigkeiten hier und nicht aufs Tier, okay. Erhalte ein zusätzliches Waffenset. Ja, und erhöhte Bewegungsrate und Verteidigungsbonus gegen Absitzangriffe. Ist eher so lala. Also ich würde mal sagen, widerstandsfähiger Gefährte klingt am besten hier erstmal. So, Waffenkunde wird übersprungen. Ja, Fallenentschärfungsschwierigkeit, Schlossknackenschwierigkeit und Fallengenauigkeit, ja. Ach, hier unten steht auch, was wir kriegen. So, dann das nächste für Edda. Edda kriegt Athletik. Und kriegt Religion eigentlich nicht. Findigkeit, Überleben. Edda einschüchtern. Das klingt nicht schlecht. So, umwerfen kann er bereits. Seine konstante Erholung hat er auch schon. Unbewaffnetes Klostertraining. Die drei Sachen sind bei allen gleich, ja. Das heißt, ich kann ihm eigentlich nur diszipliniertes Bombardement. Genauigkeit deutlich erhöhen. Weil ich kann nicht auch weiterklicken, solange ich hier nichts vergeben habe. Waffenträger, ein zusätzliches Waffenset. Zweihandstil. Sicherer Schütze. Zielstrebigkeit, Waffe und Schildstil. Das braucht er auf jeden Fall in der nächsten, beim nächsten Level ab. Also kriegt er das Bombardement. Achso, ich muss auf Weiter hier klicken. Gut, und dann noch bei Xoti. Ich kapiere noch nicht die Symbole hier oben. Warum hier bei mir jetzt eine 2 steht und bei ihm eine 1. Und wir dadurch 4 kriegen bei Religion.
Metaphysik. Gucken wir erstmal hier oben. Alchemie bei ihr klingt schon mal nicht schlecht. Obwohl Arcana. Ne, wir geben ja auch mal Athletik ein bisschen. Und Diplomatie oder Geschichte? Ah, nehmen wir Religion. Ah, neue Zauber. Unterklassenfähigkeit? Ernte im Namen Gauns ein Feind. Ernte im Namen Gauns einen Feind. Wenn der Feind blutet oder dem Tode nahe ist, verursacht die gesegnete Ernte bei ihm einen beträchtlich größeren Schaden. Okay, klingt böse. Hier könnten wir Zauber lernen. Unbewaffnetes Klostertraining, ja, sehr schön. Und Waffenträger, nee. Verbot kennen wir ja. Bis jetzt können wir nur Wiederherstellung und natürlich heiliger Glanz. Leiden unterdrücken, ich hätte gern heilige Macht. Macht und Entschlossenheit von Verbündeten im Wirkungsbereich erhöhen ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Genauigkeit und Verteidigung. Wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Weil das hier sind dann Unterklassenfähigkeiten. Und das ist bereits in ihrem Besitz, okay. Dann nehme ich doch lieber Segnung. So. Wenn es übrigens lustig, dass wir die Wache hier rumlatscht, wir durch sie einen eifrigen Fokus kriegen. Und ich habe immer noch den verdrehten Knöchel. Was hast du zu sagen? Merla, in diesem Ding ist es ziemlich heiß. Ach ja, Merla ist ja ein Schimpfwort. Ich weiß nicht, was ich von diesen Geschichten halten soll. Ein Riese, der durch das Land zieht. Ja, wir verfolgen diesen Riesen. Sieh mal einer an. Es ist der gigantische Jäger. Dieses Gemälde eines Heinz im Wald ist signiert mit Luisa Carlos. Eine viel genutzte mit Eselsohren versehene Fibel der Huana-Sprache. Ja, da hat einer wohl mit den Huana zu tun. Oh, hoch kommen wir gar nicht. Das ist abgetrennt. Einen guten Tag, Mestre. Hier könnten wir uns bedienen. Also ja, der werte Gouverneur ist schon mal ein bisschen gastfreundschaftlich. Und noch ein Diener. Wenn ich beschäftigt bin, habe ich keine Zeit, um mir Sorgen zu machen. Ah ja. Indeed. Zwischen den leeren Tellern und Fässern stecken einige Beutel mit stark riechenden Gewürzen. Ey, ein Kuddelfisch. Ah ja. Okay, das heißt, wir verlassen den Governor mal wieder. Und gehen mal rausgucken, was es in der Stadt noch so gibt. So. Ich habe übrigens auch gesehen, als ich mal kurz offscreen drin war, dass es hier eine weitere Art von Übersichtskarte gibt. Wir können nämlich innerhalb von Port Maye zwischen dem Hafen und der Gorezisi-Straße hin und her reisen. Nach Satahussi können wir noch nicht. Ja, wir können sogar hier besondere Punkte ansteuern. Und haben sogar hier
Überblick. 3200 Leute, Ondra Vodis, Vodica, immer diese Aussprache, und Eotas als Gott, Götter. Importe, Weizen, Seide, Leder, Baumwolltextilien, Beseelungsausrüstung und Marmor. Exporte, Palmöl, Vorlass, Arak, Reis, Fisch, ingvitanische Relikte, ja, ist klar. Regierung, verbriefte herzogliche Verwaltung. Herrscher ist Gouverneur Giasses Clario. Also ich kann solche Namen nicht aussprechen, tut mir leid. Völker, das ist auch interessant zu sehen. Insel am Mauna sind 51%. Ozeanvölker, das sind Menschen, also Ozeanmenschen. 45% und 4% sonstige. Ja.